Hallöchen, ihr Lieben, zu unserem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen das Horror-RPG-Maker-Game Arias Story. Das Ganze wurde entwickelt von Lydia im RPG-Maker VX Ace und es ist ursprünglich auf Spanisch erschienen, wurde aber zeitgleich während der Entwicklung ins Englische übersetzt. Und wie ihr vielleicht wisst, hatten wir, ich glaube, es sind inzwischen 1,5 bis 2 Jahre, die Demo gespielt und die war schon sehr, sehr vielversprechend gewesen. Deswegen freue ich mich auch schon mega auf das Spiel, das insgesamt 3 Enden haben soll, die wir natürlich versuchen werden, alle zu holen. Also öffnen wir einfach mal das Buch. Ich habe das Buch beendet. Und was hältst du davon? Ich habe es geliebt. Deine Bücher sind mir immer die liebsten. Ist das so? Freut mich zu hören. Aber irgendwann solltest du mal ein glückliches Ende schreiben. Glückliche Enden, das ist keine Spezialität von mir. Woher willst du das wissen? Du hast doch noch nie versucht, eines zu schreiben. Ich helfe dir dabei, ein glückliches Ende zu schreiben. Arya, danke, aber du bist voll schlecht darin, Geschichten zu schreiben. Das war aber sehr unverschämt. Oh, es wird schon spät. Ich sollte jetzt gehen. Das ist wahr. Du solltest nach Hause gehen, bevor es dunkel wird. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns. Ich habe mal wieder das Glück oder Pech, dass ich mich an nichts aus der Demo erinnern kann. Wir können also völlig unvorbelastet in dieses Spiel einsteigen. Endlich bin ich hier. Ach, ich liebe die ruhige Atmosphäre in der Bibliothek. Weit weg von der Stadt, aber es ist die Reise wert. Welches Buch soll ich heute lesen? Ich habe schon fast alle Bücher hier gelesen, weil ich jeden Tag herkomme. Die Bibliothek wurde mitten in einem Wald gebaut. Deswegen kommen manchmal niedliche Häschen rein. Oh, das ist wirklich super niedlich, das Poster. Ich erinnere mich auch dunkel daran. Ich glaube, das war schon in der Demo. Ah, wie man sich bewegt. Yeah, Shift zum Rennen. Man kann rennen. Items müssen aus dem Menü ausgewählt werden. Ah, aber Schlüssel werden automatisch verwendet. Das ist sehr gut. Bei den blauen Federn kann man speichern. Okay, sehr gut. Gucken wir uns alles mal an. Mehrere Bücher sind auf dem Boden. Okay, wer bist du denn? Hey Arya, ich habe gerade das Buch beendet, das du mir empfohlen hattest. Das Ende war so super. Es war so, naja, du weißt schon, was ich meine. Okay. Kann ich da an das Buch? Scheinbar nicht. Ah, da! Wow, okay. Oh, das ist ja süß als Bookmark. Aber ein sehr gruseliges Geräusch beim Speichern. So, also an diese Bücher komme ich nicht ran. Da ist ein Buch auf dem Boden. Okay, hier scheint nichts Wichtiges zu sein. Wer bist du denn? Hey Arya. Ich suche nach einem Buch über japanische Mythologie, aber ich kann keins finden. Wenn ich mich recht erinnere, dann sollte es einige Bücher darüber auf dem oberen Stockwerk geben. Danke, Arya. Ich bleib aber hier stehen. Ich finde das hier gut. Da ist ein Buch mit einem Mädchen, das schläft. Also auf dem Cover. Sleeping Beauty ist Dornröschen, ne? Glaube ich. Oh, sie redet nicht. Naja, ist ja auch eine Bibliothek, ne? Okay, ich guck mal. Vielleicht sind hier noch andere Bücher. Aber bisher war das nur da gewesen. Oh, hier sind verschiedene Kochbücher. Schade, dass es keine dazu gibt, wie man Donuts backt. Buckt. Die sind so köstlich. Oh, ich liebe Donuts auch. Oh. Könnte ich immer und jederzeit und überall essen. Da ist ein Buch mit einem Nussknacker und einer Maus auf dem Cover. Der Nussknacker und der Mäusekönig. Okay. Ich kann mich dunkel erinnern, glaube ich, an diese Geschichte. Davon habe ich mal was gelesen. Ich gucke erstmal noch kurz, was hier unten in diesem Gang ist. Ah, hier ist sowas wie ein Gartenbereich. Cool. Ich bin nicht besonders interessiert daran, Bücher zu lesen, aber ich komme hierher, um mit den Häschen zu spielen. Hallo! Oh, und die sind auch noch ganz lieb. All diese Bücher hier wurden von jemand geschrieben mit einer interessanten Vorstellungskraft.
Findest du nicht auch, dass der menschliche Geist unglaublich ist? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es total cool. Findest du? Da bin ich aber froh, das zu hören. Als ein Doktor, der den menschlichen Geist untersucht, ist es wahrhaft interessant zu sehen, zu was der Geist des Menschen imstande ist. Ja, das stimmt. Hier ist ein Buch mit drei, oh, wie nennt man das, diese Seile, an denen man sich leider erhängt. Und davon sind drei Stück drauf. Die hängenden Blumen. Das Ende dieses Buches ist wirklich deprimierend. Also, der Titel hört sich schon nicht so angenehm an und auch das Cover ist nicht gerade lebensbejahend. Von daher würde ich da auch nichts besonders Positives erwarten, wenn ich das lese. Ich liebe den Fakt, dass sie sich entschlossen haben... den Baum nicht zu fällen, als sie diesen Ort gebaut haben. Ah, sie haben um den Baum herum gebaut. Oh, das ist aber süß. Das ist ja cool. Hier sind ein paar Philosophiebücher. Ich lese ja nicht so gerne deprimierende Bücher, ne? Also, ist auch okay, wenn sie ein schlechtes Ende haben, aber höchstens bei Horrorbüchern. Wenn das so eine Romanze zum Beispiel ist und dann endet das traurig, oh nein. Oder Drama und es endet traurig, bitte nicht, nein. Da will ich nicht so lange dran lesen und dann endet es so traurig. Also, ich habe lieber schon dann ein gutes Ende. Außer, wie gesagt, ich finde, zu Horrorgames passt es irgendwie. Und Horrorgeschichten allgemein. Guten Abend, Aria. Kann ich dir helfen? Könnten Sie mir ein Buch empfehlen? Ich weiß nicht, was ich lesen soll. Lass mich überlegen. Gestern kamen ein paar neue Bücher an und ich habe sie in ein Bücherregal in der Nähe des großen Baumes gestellt. Vielleicht findest du dort etwas Interessantes. Vielen Dank, Mr. Bibliothekar. Okay, aber hier gucken wir uns natürlich noch kurz um. Das ist eine kleine, aber sehr gut geführte Bibliothek. Ich liebe es, von der Natur umgeben zu sein. Ja, das ist hier wirklich sehr schön gemacht. Hier sind Bücher in verschiedenen Sprachen. Eines Tages will ich Übersetzerin sein, damit ich Bücher in verschiedene Sprachen übersetzen kann. Oh krass, da solltest du dir aber eine Sprache aussuchen. Mehrere Sprachen zu übersetzen ist schon krass und dann auch noch Literatur. Diese Blumen sind so niedlich. Ich frage mich, ob Mr. Bibliothekar hier auch andere Blumen anpflanzen würde. Ich hätte so gerne mal eine Dahlie. Eine Dahlie? Ich kenne mich ja gar nicht aus mit Blumen. Hier liegen verschiedene Bücher. Die Bedeutung von Blumen, Krankheiten des Auges, Myopie und Astigmatismus. Mom sagt, dass wenn ich in der Dunkelheit lese, ich bald eine Brille tragen muss. Aber ich finde, Brillen sind niedlich. Wie süß sie ist. Ich hoffe, eines Tages kann ich die Welt bereisen. Ich möchte jede Menge Bibliotheken sehen. Das ist ein sehr guter Plan. Kann man hier was machen? Ah, es ist total schön, nach draußen zu schauen. Sie ist so süß, ich mag sie. Hier sind einige Bücher über verschiedene Kulturen und Länder. Books. Ich wollte gerade Books sagen. Bücher erlauben mir, an verschiedene Orte zu reisen und neue Welten zu entdecken. Ist es nicht wundervoll? Das stimmt. Hier gibt es verschiedene Bücher über Wirtschaft und Mathematik. Das sind vermutlich die einzigen Bücher, die ich nicht lesen will. Und hier sind verschiedene Horrorbücher. Dieses Kind zeigt mir eine Menge coole Sachen. Oder weiß eine Menge coole Sachen. Jene, die sich im Wald verlaufen, werden auf ein Monster treffen und es wird ihnen die Eingeweide rausreißen, mit denen spielen und dann, wenn es fertig ist, die Eingeweide in dessen Gesicht werfen. Hast du ein Horrorbuch gelesen? Ich glaube, die passen nicht wirklich zu deinem Alter. Oh je, Mine. Okay, so, dann würde ich sagen, gucken wir mal nach diesem ominösen großen Bücherregal. Oh, ups. Ich hoffe, die Menge an Speicherungen wirkt sich nicht auf das Ende aus. So, in der Nähe des großen Baumes. Ah, okay, das hier muss das Bücherregal sein, das Mr. Bibliothekar meinte. Da sind Bücher, die ich hier noch nie zuvor gesehen habe. Hm, welches soll ich lesen? Oh, wie seltsam, dieses Buch hat ja gar keinen Titel. Es ist entschieden, ich werde dieses Buch lesen. Ich setze mich jetzt an meinen Lieblingsort, um es zu lesen. Oh, das ist aber auch wirklich schön da. Plötzlich fühle ich mich so seltsam. Oh.
Alles ist dunkel. Sag mir nicht, ich bin eingeschlafen, während ich gelesen habe. Ich sollte nach Hause gehen. Mom wird definitiv böse sein, wenn ich spät nach Hause komme. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Lesen. Okay. Das Geräusch ist voll toll, wie sie über das Gras läuft. Hier ist niemand. Vielleicht sind schon alle nach Hause gegangen. Mann, keiner hat mich aufgeweckt. Die werden aber morgen was von mir zu hören bekommen. Oh Mann, die Bibliothek ist nachts ganz schön gruselig. Wir schaffen das schon. Hui! Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. War das Poster schon immer so? Ich dachte, es wäre vorher viel niedlicher gewesen. Oh nein, es ist abgesperrt. Vielleicht hat der Bibliothekar abgeschlossen, als er gegangen ist. Vielleicht hat er ja irgendwo einen Ersatzschlüssel in der Bibliothek. Das ist echt niedlich. Der Hase so, wow, es wäre ein Geist. Oh, Moment. Einmal speichern. So. Gucken wir mal, wenn dann ja an seinem Schreibtisch, genau. Da ist etwas unter dem Tisch. Du hast den Schlüssel der Bibliothek erhalten. Super, jetzt kann ich gehen. Na, mal gucken, ob wir das können. Komische Geräusche. Er ist weg. Das Poster hat sich verändert. Nein, das muss ich mir einbilden. Nee, das bildest du dir nicht ein. Okay, wir verwenden den Schlüssel. Der Schlüssel passt nicht. Aber wohin gehört dieser Schlüssel denn dann? Es gibt doch gar keine anderen Türen. Man muss sich wohl einen anderen Weg hier rausfinden. Das? Was? Hört auf mit den doofen Geräuschen hier im Hintergrund. Ich speichere nochmal. Ich glaube, da können wir einfach drüber speichern. Und ja, ich speichere gerne sehr oft, aber das... Oh. Scheint, als wäre da etwas hinter dem Bücherregal versteckt. Soll ich es bewegen? Vielleicht ist da eine Tür. Wahrscheinlich haben wir das alles in der Demo schon gemacht, aber ich kann mich nicht erinnern. Tatsächlich, da ist eine Tür. Wie seltsam. Dieses Bücherregal wiegt total wenig, obwohl es voller Bücher ist. Oh, eine Geheimtür. Wie sie sich freut. Ja, Bibliotheksschlüssel verwenden. Scheint, als hätte jemand das Glas kaputt gemacht und mitgenommen, was sich darin befand. Und was war das? Die Tür ist versperrt. Ist da jemand hinter der Tür? Kannst du die Tür öffnen? Ich bin eingeschlafen, als ich ein Buch gelesen habe und jetzt ist die Bibliothek zu. Natürlich. Aber ich kann sie nur öffnen, wenn du das Passwort sagst. Das Passwort? Ich kenne kein Passwort. Wie bedauerlich. Nur jene, die das Passwort kennen, sind es wert, hindurchzugehen. Nicht jeder ist es wert, durch diese Tür zu gehen. Komm zurück, sobald du das Passwort kennst. Alles klar. Hier ist ja nichts weiter. Und da auch nicht, also gehe ich nochmal zurück, würde ich sagen. Vielleicht finden wir hier ja noch was. Ein Passwort brauchen wir also. Oh, das hat sich nach einem Klopfen angehört. Da steht etwas im Buch geschrieben. Ich werde aufhören zu existieren, sobald du meinen Namen sagst. Vielleicht hat das mit dem Passwort zu tun. Ich höre auf zu existieren, sobald du meinen Namen sagst. Huch, ach so, da ist... Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Oh, habt ihr das gesehen? Da war kurz der Hase hinter uns. Oh, das war ja eher niedlich als gruselig. Okay, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu lesen. Ich höre... Okay, hier auch nicht. Dann, das ist wahrscheinlich schon das Rätsel. Ich weiß nur gerade noch nicht, was das Rätsels Lösung ist. Ich höre auf zu existieren, sobald du meinen Namen sagst. Naja, das, was ich sage, hört auf zu existieren, oder? Weil, wenn es gesagt ist, ist gesagt und ist vorbei. Ha, du bist ja sehr dickköpfig, aber ich beschwere mich nicht. Es wäre doch eine ziemlich langweilige Geschichte, wenn sie kurz nach dem Beginn schon
beendet wäre, nicht wahr? Glaubst du, du bist bereit, um diese Tür zu passieren? Ja? Sag mir, was ist das Passwort? Ah, okay, die Stille. Ja, okay, das ergibt auch Sinn. Was? Das ist inkorrekt. Nein! Game over. Verflixt, ich höre auf zu existieren, sobald du mich aussprichst, war es doch, oder? Habe ich das jetzt schon gelesen? Den Ausschnitt oder nicht? Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier ran kann. Ey, ich habe das Gefühl, als wäre das damals auch schon gewesen in der Demo. Ja, ein Geheimnis ist natürlich kein Geheimnis mehr, wenn es ausgesprochen ist. Sorry. Das ist es. Nein! Das ist so geil. Vielleicht ist es keins von allem? Ey, das gibt's doch einfach nicht. Was war denn das andere? Jetzt muss ich nochmal gucken. Oder ich muss das dritte vielleicht, das letzte nehmen. Yes? Nichts sagen. Das ist korrekt. Hä? Warte, wie war das nochmal? Ich höre auf zu existieren. Wenn du mich aussprichst? Ich glaube, ich habe sogar schon das Rätsel wieder vergessen. Egal, wir haben es jetzt geschafft. Stille ist das wundervollste Geräusch in einer Bibliothek. Und wenn du dieses Wort sagst, verliert es seine Bedeutung. Aha, verstehe. Hä? Und aber hätte es dann nicht Silence sein müssen? Hm, komisch. Nicht jeder ist in der Lage, das zu verstehen. Aber ich sehe schon, du bist bereit, fortzufahren. Wobei ich es von Anfang an wusste. Schließlich wurde diese Tür speziell für dich kreiert. Geh nur, Aria. Ich habe auf dich gewartet. Ui. Ich glaube, ich erinnere mich hier dunkel dran. Und dann endete, glaube ich, die Demo am Ende des Ganges irgendwie. Wo bin ich? Scheint, als würde dieser Ort inmitten des Nirgendwo schweben. Und wo ist die Person hin, die sich hinter der Tür befand? Voll die süßen Säulen. Hier sind viele lustige Bücher. Und da? Tragödien. Und was ist hier? Abenteuerbücher. Horrorbücher? Das ist lustig. Ich glaube, ich habe genau das Gleiche durchgemacht mit diesem Rätsel beim letzten Mal. Science-Fiction-Bücher. Und na, da ist aber auch noch was. Nee, doch nicht. Ich kann nicht weiter. Okay, wahrscheinlich erscheint hier gleich was. Oder muss ich an diese... Oder muss ich zurück? Die Tür ist verschwunden. Wow, die Tür ist verschwunden. Wo soll ich jetzt hin? Ich kann nicht weiter. Muss ich hier noch irgendwas suchen? Viele Science-Fiction-Bücher. Ich gucke jetzt alles... Oh, ach so, ich dachte, da wäre jetzt was Neues erschienen an der... Ah, ich weiß, dieses Buch Romeo und Juliet. Das sollte nicht hier stehen. Romeo und Julia erhalten. Das ist eine Tragödie, oder? Ich dachte jedenfalls... also ein Abenteuerbuch jedenfalls nicht. Und auch kein Comedy-Book. Ich gucke jetzt einfach alles nochmal nach. Was haben wir hier noch gehabt? Science Fiction? Science Fiction? Oder kann ich jetzt mit dem Buch schon weiter? Oh, das habe ich mir noch gar nicht angesehen. Ist das niedlich? Ein Buch geschrieben von Shakespeare. Vielleicht muss ich einfach vor dem entsprechenden Regal, das war dieses, das Buch auswählen. Ah, okay, platzieren. Jetzt ist es im richtigen Bücherregal. Vielen Dank, Miss. Ich bin aus dem Bücherregal ich passte nicht in jenes Bücherregal. Das Buch hat gesprochen. Stimmt etwas nicht, Miss? Naja, normalerweise können Bücher nicht sprechen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich frage, aber wissen Sie, wo ich hier bin? Momentan befinden Sie sich im Flur, der zwei Bibliotheken miteinander verbindet. Tatsächlich sind Sie der erste Mensch, der durch diese Tür kommt. Ist es möglich, dass Sie Aria sind, Miss? Ja, das ist mein Name. Verstehe.
Dank Ihnen bin ich nun wieder an meinem korrekten Ort angekommen und alle Bücher leben in Harmonie. Wir danken Ihnen. Ah, ich glaube, die Bücher bilden jetzt eine Treppe, oder? Alles ist bereit, Miss Aria. Genau, ich glaube, das ist so das Letzte, was noch in der Demo gewesen war. Hier ist noch ein Buch erschienen. Wir haben Ihnen eine Treppe gebaut, damit Sie weiterkommen. Aber seien Sie vorsichtig und versuchen Sie nicht zu fallen. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie können ruhig auf uns drauftreten. Wir sind viel stärker, als wir aussehen. Oh, danke. Seien Sie vorsichtig. Ich werde für Sie beten, damit Sie nicht so enden wie der Protagonist meiner Geschichte. Ja, beide sogar. Das junge Mädchen mit den rosanen Augen war erschrocken bei dem Anblick des Raumes, den sie betrat. Sie war überrascht, eine bekannte Stimme zu vernehmen. Du bist das Mädchen hinter der Tür. Sie identifizierte das Mädchen, das vorher noch in Mysterien gehüllt war. Du musst Aria sein. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Erzählerin. Es ist meine Aufgabe, zu erzählen, was dir geschieht. Erzählen, was mir geschieht? Warum musst du das tun? Na, weil ich ein Erzähler bin. Ist das nicht offensichtlich? Das verwirrte, rosaäugige Mädchen verstand nicht, was da geschah. Vielleicht könntest du durch diese Tür hindurchschreiten. Das könnte zunächst deine Zweifel hinfortwehen. Du bist aber nicht gezwungen, das zu tun. Du kannst auch hier bleiben und einen Weg finden, um in deine Welt zurückzukehren. Was würde der Protagonist einer Geschichte wie dieser entscheiden? Würde er weitergehen oder bleiben? Ich gehe weiter. Verstehe. In diesem Fall bitte ich dich nur um eine Sache. Eine Bitte? Bitte, stirb nicht zu früh in der Geschichte. Es wäre doch eine ziemlich langweilige Geschichte, wenn sie enden würde, bevor sie überhaupt begonnen hat. Geh nur. Okay, danke sehr. Ist hier noch irgendwas? Eine Teetasse. Oh, krass. Ein riesiges Buch. Kapitel 1. Comedy. Oh cool, vielleicht ist das nach Genres geordnet. Comedy war auch das erste Bücherregal eben gewesen. Das junge Mädchen macht ihre ersten Schritte in der Bibliothek. Leise und vorsichtige Schritte, aber voller Neugierde. Deine Entscheidung, hierher zu kommen, erfreut mich. Aber in Wahrheit hattest du keine große Wahl. Diese Bibliothek ist viel größer als alles, was du in deiner Welt finden wirst. Ich bin mir sicher, du hast noch nie eine Bibliothek wie diese gesehen. Nun, du wirst bald verstehen, was ich meine. Oh, fast hätte ich etwas vergessen zu erwähnen. Momentan bist du in der Comedy-Abteilung der Bibliothek. Mal abgesehen von Comedy-Büchern, kannst du hier auch Bücher über Hobbys und generell Unterhaltung finden. Es ist natürlich der beste Ort, um Spaß zu haben. Also, erfreue dich an deinem Aufenthalt, wie auch immer, wie lange er auch immer sein mag. Okay. Interessant. Hier sind Clownspuppen. Du hast das Gefühl, sie könnten sich jeden Moment anfangen zu bewegen. Und da ist auch eine Tür. Und was haben wir hier oben? Ein Buch, das schwebt. Willkommen in der Comedy-Welt, dem lustigsten Ort in dieser ganzen Bibliothek. Naja, das würde ich gerne sagen. Wie bedauerlich. Endlich erhalte ich die Chance, jemanden willkommen zu heißen und ich kriege es nicht einmal richtig hin. Stimmt etwas nicht? Nun, meine Aufgabe ist es, Gäste willkommen zu heißen mit einer Show, aber ich kann einfach meine Jonglierbälle nicht finden. Ach, ich bin eine Schande. Du kannst jonglieren? Oh ja, das ist meine Spezialität. Keiner weiß so wundervoll wie ich zu jonglieren. Ein Buch, das jonglieren kann, das hört sich genial an. Das würde ich gerne sehen. Nun, wenn du mich wirklich jonglieren sehen willst, dann musst du zunächst meine Jonglierbälle finden.
Okay. Wenn du mich wirklich gerne auftreten sehen willst, brauche ich meine Jonglierbälle. Ja, dann besorgen wir die doch, oder? Das kriegen wir schon hin. Aber, meine Lieben, ich würde sagen, ich speichere an dieser Stelle erstmal und sage, dass dieses Spiel sehr, sehr, sehr vielversprechend aussieht und ich mich mega auf dieses Let's Play freue. Ich hoffe, wir werden sehr viel Spaß mit Aria Story haben. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.